Ja, ich hatte willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Wir begeben uns scheinbar zu dem nächsten Bereich B2. Das ist eine gewisse andere Richtung. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde das sehr angenehm. Denn so am Anfang sind wir wirklich ein bisschen mehr hin und her gesprungen. Und dann haben wir so erst über die letzten paar Teile wirklich aber nur uns weit nach oben gearbeitet. Und jetzt geht's wieder mal nach unten. So, gucken wir mal ganz kurz. 10, 11, okay, also es geht wirklich bis 15, das hatte ich beim letzten Mal vermutet. Und jetzt geht es zur Wasseranlage. Oh oh. Das riecht so ein bisschen nach einer Idee, wo Goichi stark genutzt werden soll, aber man ihn vielleicht nicht einfach so nutzen könnte. Finden wir es raus. Das klingt eher so danach, als hätten wir die SteamWorld Dig Map erreicht. So, wir sehen, da oben ist definitiv schon so ein paar Sachen, die auf uns warten. Man kann hier hinten so ein bisschen schön lang gehen. Und ich frage, was hier... da ist irgendwas Grünes zu sehen. Das ist irgendwas Interessantes? Das ist schwer von hier aus zu sehen. Gerade vor allem, weil die Kamera auch gefühlt gar nicht erst mitspielen möchte. Okay, also hier hinten ist definitiv schon mal etwas... Oh! Ah, kleine Mistviecher. Dann lass mal hier schon mal Sachen kaputt machen. Herausfinden, ob hier... Wow. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht recht, dass das komplette Ding da antanzt. Ah. Ich habe was Grünes wahrgenommen. Und jetzt wissen wir auch, was das sein soll. Ah. Schade, dass wir das nicht gebacken bekommen haben, einfach alles so aufzufangen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte so ein bisschen erhofft, dass man eher da hochgeschossen wird. Wo ich mich dann weiterhin frage, wie zum Kuckuck soll man an das da rankommen? Ich stehe wirklich weit entfernt. Nope, okay, das soll also nicht so einfach passieren. Das hier aber vielleicht schon eher. Yep. Ha. Ja, do something. Frag mich, ob ich den einfach hätte mit einem... mit einer Arschbombe hätte befreien können. Wie auch immer das denn genau heißt. Soll ich da rein? Warte mal, gar nicht. Da kommen ein paar Sachen entgegengeworfen, die nicht mehr sofort aufgesammelt werden. Oh oh. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal unseren... Ich gehe mal wirklich Gegenspieler aus hier getroffen für heute. So, ich kann das ja jetzt ja einfach wieder zumachen. Okay. Da oben wartet so eine Art Schlüssel auf uns. Gucken wir mal, ob wir an den rankommen dürfen. Da wartet zumindest der große Schlüssel auf einen. Aber wir müssen da oben irgendwie lang. Und es ist nicht der gleiche Weg, wie man vielleicht ursprünglich erwartet hätte. Warum existiert das Wasser? Soll das Wasser irgendwie umleiten? Besonderweise kann ich ja nicht ohne Luigi zurückkehren. So, zeig mir mal. Hat auf irgendwas reagiert, dachte ich. Oder auch scheinbar nicht. Da oben sind irgendwelche Scheine am Feststecken.
Okay, was auch immer ich da gerade jetzt genommen... Oh, das ist ein Light... Okay. Dafür fahren wir da aber ein bisschen zu weit weg für, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich meine, ich akzeptiere das. Aber merkwürdig war es natürlich trotzdem. So, haben wir jetzt hier irgendwas Interessantes? Aber hier oben draufstehen und dann... dann hier so das Zeug runterregnen zu lassen. Dann würde das alles vielleicht noch ein bisschen länger liegen bleiben, wäre das auch nochmal schön, aber hey. Im Endeffekt ist Geld dann doch nicht so nützlich, wie man sich das vielleicht erhofft. Ja, schade. So, Moment, bevor wir das machen, dich kam vermutlich, genau. So viele Creature-Enten. So, jetzt will ich nochmal gucken, kann ich hier irgendwas oben noch sonst machen? No, ich dachte vielleicht... Jetzt hänge ich da zum Glück nicht fest, aber merkwürdig sah es natürlich trotzdem aus. Okay, lass uns das... Wie schaffst du es bitte, wenn ich beide Tasten gedrückt halte, dann auf eine andere Taste zu wechseln? Wie immer mein übliches Problem mit dieser Funktion. Hm, aber... Sag mir mal, kann ich hier einfach durch? Ja. Also, es ist nicht so einfach. Warum existiert das Wasser hier? So, ich mach dich jetzt nochmal auf. Was? Was ist doch gerade hier denn? Ach so. Ich dachte, da würde irgendwas anderes jetzt kommen, eher mit dem Boden oder ähnliches verbunden. Okay, also damit habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, ihn zu beschützen. Hat das irgendwelche Auswirkungen darauf, wie sich das Ding jetzt hier verhält? No. Ich dachte vielleicht, dass es dann irgendwie umgeleitet werden würde. Aber was habe ich hiervon? Ich hab den jetzt hier auf die andere Seite damit retten können. Ich muss irgendwie da oben hin. Das Ding ist da munter am Herumklappern. Ist auch nicht das irgendwie runterfallen lassen wieder. Die Klappe geht dann automatisch zu. Da oben waren wir. Hast du noch irgendeine Alternative für mich? Oh, du sollst dich nicht da reinzwängen. Moment, das sah aus, als könnte er hier reingehen. Ja, das täuscht. Sonst hier hinten noch irgendwas, was man dank der Kamera nicht sehen kann? Hm. Dementsprechend, ich bin mal gleich so frei. Frag mal, ob er irgendwas weiß. Ist natürlich wichtig, seinen Liebsten zu retten, aber denk daran, Fleißigkeit aufzusaugen. War noch etwas reden. Tut mir leid, ich habe keine neuen Informationen für dich. Seh dich weiter im Hotel um. Hm. Was übersehe ich hier? Mich wundert, dass dieser Tisch hier nicht verschwindet. Vielleicht soll ich den kaputt machen? Ich meine, ja, aber auch nicht wirklich. Deswegen zum Beispiel, das hier sieht aus wie eine Tür. Oh. Ich dachte am Anfang, hey, vielleicht ist das etwas, was halt aufgedeckt werden muss. Dementsprechend hatte ich darauf geguckt, aber dann, okay, ist scheinbar nicht der Fall. Dann war es im Endeffekt dann doch so einfach, ey. Darf leider nicht. Oh doch. So, kannst du die einfach auch machen? Cool. Haha. War zwar mehr oder weniger die gleiche Cutscene, aber immerhin. Also, der Plunger ist ein durchaus hilfreicher
kleine Möglichkeit, das hier anzugehen. No. Naja, die war sehr gut hier gerade. Aber hier ist noch einer, ne? Der Kollege wollte zu seinem Spielzeug zurückkehren. Okay. Das war machbar. So, jetzt haben wir hier einiges an Zeug, das wir aufdrehen können. Machen wir da einfach mal. Und gucken, wo das hinläuft damit. So, der da oben gefühlt macht gleich mit. Jetzt fehlt nur noch der hier. Okay. Das sagt erstmal noch gar nichts. Oh, die Minimap. Ah, okay. Hier kommt also jetzt der Spaß mit Wasser, ey. Da könnte ich lang. Vielleicht könnte ich hier runter? Ah, oh, und jetzt muss ich also lernen, wie zum Kuckuck ich die hier betätigen muss, ey. Okay, das ging also noch halbwegs in Ordnung. Ich, mit ein bisschen Glück kann ich die wirklich einfach dazwischen stehen lassen. Einfach alle von... Ich will mal eine Sache testen. Na, das Spiel ist clever genug und lässt eigentlich einfach das aus der Entfernung machen. Hm, okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte da so ein bisschen mehr Trickerie erwartet. Ist hier unten sonst nichts mehr? Das Ding sieht halt sehr einladend aus. Achso, das hat nur Zeug drin gehabt. Mo. Okay, das hier kann ich zum Beispiel drehen lassen. Interessant. Jetzt kann ich zugeben, auch hier hatte ich so ein bisschen mehr erhofft. Aber da muss man immer so ein bisschen fragen, ob das so... gerade in Nintendos Idee überhaupt wäre, sowas aufzubauen. Ich meine, man sieht ja eh schon, dass Guichi immer im gleichen Raum sich befinden muss. Denn ich hatte so gedacht, oh, vielleicht muss man irgendwann in so einen Kampf geraten, wo die Temperatur zu hoch wäre und dann muss man halt in dem Fall Guichi dann nach unten schicken, in der Hoffnung, dass er dann halt, dass wir hier wieder ausbalanciert oder ähnliches. Hm. Also, solange ich da nicht irgendwie runter kann, ich könnte mir gut vorstellen, dass man da mit dieser einen Leiter irgendwann dahin kommen soll. Aber für jetzt sollen wir da schon erstmal weitergehen. Oha. Lass uns mal... Oh, hi. Kannst du uns erstmal hier gucken. Ja, sehr viel Wasser. Sehr unangenehm. Aber für jetzt würde ich trotzdem erstmal sagen, schicken wir den einmal durch. Kommst du auch nicht weiter? Warum zu Google kommst du dann hier überhaupt hin? Okay, sag mir mal trotzdem, was passiert. Okay, damit ist Wasser da drüben jetzt auf einmal aufgetaucht. Oh, ich sehe es jetzt auch. Habe ich das Ding... Das wäre mal schön, wenn man die Dinger einfach kaputt machen würde. Ja, hier ist nämlich einfach noch einer versteckt. Der merkwürdigste Level bisher. So, ich habe auch noch nicht wirklich verstanden, warum ich das jetzt bisher... Oh, du kommst wohl komplett anders raus. Okay, 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 okay. Jetzt erklärt, warum das so ist. So, lass uns trotzdem mal ganz kurz hier das Ganze plündern. Ein paar interessante Sachen versteckt hier. Banjo, irgendwelche... Pizzakartons, ja. Warte nur, ob das Mario der Bösewicht ist. Überall Pizza wie in seinem eigenen Raum. Okay, alles da habe ich hier auch gefühlt noch nicht wirklich so simpel mitnehmen.
Dann mach das Ding mal kaputt. Wow. Interessant, sich die Kiste so bewegen zu sehen. Und wir denken, die werden, selbst wenn sie leer sind, zu schwer dafür. Okay. Und dann drehen wir das jetzt wieder zum Originalzustand zurück. So, meine Frage ist, kann ich jetzt so einfach zurückkehren? Ja, wunderbar. So, hier haben wir mal wieder was, womit wir arbeiten könnten. Ah, ja. So, damit könnten wir uns da drauf stellen. Meine Frage ist, warum das hier zum Beispiel existiert. Oder warum allgemein jetzt zwei hätten arbeiten sollen? Ich meine, man kann natürlich die eine Logik definitiv anbringen, dass man den weiter drehen lassen soll, um an die Kiste zu kommen. Okay, das war also grundlegend nicht die falsche Idee. Da hängt einer da einfach dran fest. Ich hätte jetzt fast gesagt, Spinnenweben, oder das soll eine Hängematte sein. Okay. So, was ist jetzt hier drüben noch? Das sieht so schön merkwürdig aus. Okay, also, vielleicht soll man hier... Muss ich ganz kurz testen. Soll ich da irgendwie... Nope. Dagegen schießen? Genau. Das ist nicht etwas, das man einfach runterschießen soll. Ist hier sonst... Beide Tasten. Danke. Ist hier sonst irgendwas, bevor ich hier weiterziehe? Auch hier haben wir, glaube ich, das gleiche Symbol. Jetzt wollen wir hier so ein bisschen testen. Oh, okay. So, da könntest du schon mal weitergehen. Ich will trotzdem noch mal hier vorher gucken. Hm, interessant. Kann die auch da nicht irgendwie anbringen? Er kommt da nicht durch, er darf die da nicht anbringen. Man macht trotzdem noch mal ganz kurz, bevor wir hier wieder rüberspringen. Auch hier zum Beispiel da oben, mal abgesehen davon, dass da Goldbarren liegen, an die wir nicht rankommen. Ich frage mich, ob was das hier hinauslaufen soll. Denn da oben scheint, als wäre da wieder eine Wasserfunktion. Vielleicht soll man das Ding irgendwie hochdrehen können? Ja, natürlich auch nochmal eine Option. Ja, auf jeden Fall, du wartest mal kurz. Oder aus Kamera... Na, ich will eigentlich nicht aus Kamera gründen, das... Oh, Jesus Dog hat Luigi gerade das Leben gerettet. Du steckst hier ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Luigi ist jetzt irgendwas. Shit, ich hab's weggedrückt. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert, deshalb ist dein Weg blockiert. Probier noch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um dem Geist verfolgen zu können. Hi. So, hier ist jetzt, dass er jetzt wasserfest sei. Lass uns testen. Nope. Okay, das war nicht wasserfest. Hey, okay. Es gibt hier Sachen, die wir drücken können. What? Okay, hier wurde ein bisschen der Urlaub rausgelassen. Und da ist jemand aktiv immer rumäumen. Interessant. Und man sieht auch schon da, da sind sehr viele
Kanäle, die man dadurch. Einmal mein Dings umgelegt. Und glücklicherweise war das der, ich will Knete. Das war die Kaffeemaschine. Genau, no, nicht die ganzen Post-it Notes. Wie soll man sich jetzt an das Passwort erinnern? Oh, der Kaffee selber ist nicht zu klein. Okay. Oh. Ja, ist auch hier interessant. Mal gucken. Mhm, dass man hier wieder zurückholen darf. Genau, ob das ansatzweise nützlich sein soll. Überhaupt kein Plan. Ah, für jetzt geht's hier wirklich erstmal nicht weiter. Oh, Sweet Baby Jesus. Da hast du nicht mal viel Geld dahinter versteckt. Oh, das ist ja eh so ein bisschen die große Frage. Wie sieht es überhaupt mit dem Geld? Also, das macht ja so auf. Wollt schon das auf andere Art und Weise lösen. Nicht nur finden. Wie überhaupt es hier mit der Währung aussieht. Denn einerseits, man hat sowas wie Sterne, Monde, man hat Münzen. Man hat hier zum Beispiel zum ersten Mal oder im Luigi-Universum vielleicht allgemein auch noch Scheine. Aber wenn man überlegt, gerade so die Mario-Spiele, wo man überall Münzen finden kann, sind Münzen überhaupt eine Währung? Nice. Das war jetzt natürlich nicht ideal. So kann ich damit. Oh, hi. Hoppala. Das gefällt mir natürlich wirklich sehr. Ansonsten, wer versteckt bitte Geld in seinen Melonen? Vielleicht, wenn man zwei hat und die strategisch clever positioniert sind, vielleicht. Okay. Die Idee soll sein, du musst jetzt da rein. Wo gehst du jetzt hin? Dahin. Okay. Klar ist Wasser. Jetzt dort landet. Was passiert, wenn ich jetzt damit interagiere? Damit machst du das auf. Also was, bevor du mal weitermachst, will man wissen. Okay, du könntest dann da weitergehen. Alles klar. Zeig mir trotzdem mal ganz kurz das hier noch. Hoppala, das ist der falsche. Und natürlich das hier gleich einsammeln. Dankeschön. Gut, dann. Das machen wir von der Richtung aus. Das sollte ja auch nicht auch funktionieren. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier für ein? Okay, damit hast du jetzt was Neues aufgemacht für ihn. Okay. Zum Teil sehr viel Schrott dabei. Na cool, der konnte den sogar so kriegen. No! Umweltverschmutzung. Luigi. Don't. Okay. Wir haben hier das Problem, dass wir dort nicht weiterkommen werden. Wo geht's denn hier rein? Vorne und dann da doch raus. Okay. Genau. Also im Endeffekt dann doch so, wie man es ein bisschen erwarten konnte. Wie, du kannst da nicht runterplumpsen. Boah. Mutti aus Angst, dass man da wirklich ins Wasser fallen würde. Ah, ich beeile mich ja schon. I'm on it. Keine Chance.
zugeben, wenn man vielleicht nicht die ganze Zeit versuchen würde, da ranzukommen, vielleicht wäre es dann nochmal möglich gewesen. Interessanterweise, das wurde sich da zum Beispiel merkt. Die Mine irgendwie? Yep. Oh, nice. Es geht in Ordnung, die ganz kurz zu sprengen, gerade vor allem, wie viel Zeit man hat, von denen wegzukommen. Gut, dann machen wir jetzt das hier. Damit wird dann das Wasser einfach... Genau. Ist das hier irgendwas? Das brauchst du jetzt gerade nicht weitermachen, so ulkig das aussah. Hat das Gefühl, man könnte hier vielleicht nochmal was... Oh, hi. Öffnen. Schade. Man kann so einen gewissen Grad sogar den Sprung nutzen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich machen muss, damit sich das öffnet. Also. Machen wir ganz kurz gucken, wo es jetzt erstes hingeht. Okay, andere Ecke. Das ist ein Schritt zu früh. Das machen wir erstmal hier. Das auch. Später ist automatisch rübergeschoben. Das könnte leicht unangenehm sein. Oh, sagt mir nicht, dass er sich da automatisch hindrückt. Das könnte nämlich dann ein bisschen unangenehm enden. Aber mit ein bisschen Glück kann ich da was ein bisschen gegenwirken vielleicht. Okay, da soll er vielleicht hochgebracht werden. Oh, da ist was. No, 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 no. Da oben hängt nämlich was, aber gut. Soll das da irgendwie in der Luft was sein? Das sah merkwürdig aus. Hey, was habe ich denn da festgeklemmt? Das ist natürlich ideal. Okay, sweet. Damit haben wir hier den Anfang gemacht. So, kannst du Dinges eigentlich... Er kann theoretisch... das eine nutzen, aber mehr auch wieder nicht. Es gibt kaum eine Chance, sich ernsthaft hier noch zu bewegen. Ja, ich komme hier nicht weg, da ist so ein starker Druck dahinter. Okay, rette ich mal ganz kurz da hoch. Und weiter geht's. Wenn er an ihm vorbei kommen dürfte. So, einmal hier. Da komme ich in der Mitte raus. What is this? Okay, einfach nur eine Öffnung für Geld. So eine Öffnung würde ich auch ganz gerne haben. What? Wo auch immer das herkam, vielleicht fällt das einfach von oben runter. No, no. Interessant zum Beispiel hier, der ist eine in der Luft positioniert. Ich frage mich, ob man da hätte offiziell irgendwie oben lang kommen sollen. Okay, jetzt habe ich was für dich mal wieder. So, jetzt bleibt er da auch hängen. Das ist natürlich ideal für uns. Aber bisher ist das Level durchaus fies wirkend. Weil es nicht selbstverständlich ist, hier einfach das so zu machen. Okay, das hat soweit nichts zu sagen. Ganz klar ist, die Bretter, die sollen zerstört werden. Aber ich komme ja hier gerade nicht wieder zurück. Okay. Machen wir das als erstes. Weil das ist eh unsere Aufgabe. No, 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 no. Das war nicht meine Idee. Ah, jetzt muss ich mich da wieder... No. Wohoho. Jetzt muss ich mich da erstmal wieder hinarbeiten, ey. Und das passiert natürlich nicht so einfach, weil ich auf beide wieder aufpassen muss.
Weil wirklich wichtig ist, ich kann hier aktuell nicht irgendwelche Sachen verschießen. So, meine Frage wird jetzt natürlich aber trotzdem sein, was zum Kuckuck muss ich hier genau machen, um da durchzukommen? Und ich mich jetzt schon wieder frage, ob es nicht clever ist, wirklich jetzt erstmal ganz kurz hier das zu öffnen. Wow, what the f... Da wurde der auf einmal vollkommen wegricochet von. Das ist nicht wirklich übel hier. Ich wollte eigentlich nur mehr nicht einsetzen, aber irgendwie hat das jetzt diesmal das nicht gebacken bekommen. Okay, machen wir gemeinsam für heute nochmal einen weiteren Versuch. What? Okay. Wow. Okay, dich kann ich ja schon mal da festmachen. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Oder auch nicht. Hat man leider nicht die Möglichkeit, das in einem Zyklus gescheit hinzubekommen. So, was ist jetzt die Idee hinter dem Spaß hier? So, ich kann mich nicht an dem... Doch, könnte ich. Wow. No, no! Es ist so einfach, auf einmal richtig viel Geschwindigkeit aufzubauen. Also bisher gefällt mir das Spiel hier noch nicht so wirklich. Eine coole Idee, aber die Umsetzung ist noch nicht so meins. Na gut, dann kommen wir hier für heute zum Ende und probieren es beim nächsten Mal einfach hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.